Hallo? Hi. Herr Böhmermann. Hey. Was machen Sie denn hier? Erstmal. Wir haben doch heute gar keinen Termin. Kleines Mitbringsel. Ich habe Kuchen gekauft. Im Bäcker. Okay. Eins für Sie, eins für mich. Einfach, jetzt einfach so. Ist es okay, wenn ich ganz kurz einmal reinkomme? Mhm. Es ist nämlich so, Personalgespräche sind ja keine Einbahnstraße. Und ich habe... Ich habe heute eigentlich gar keine Zeit. Also ja, aber ich habe heute Zeit. Ich habe eine Art Night heute. Eine Art Night? Mhm. Wie, ist irgendwie Aspekte Thementag oder was? Ja, es war mir klar, dass Sie das wieder nicht verstehen. Ganz ehrlich, wo ich Sie schon mal da habe. Hä? Das erste Adventswochenende konnte ich wieder knicken, ne? Wegen dieser ganzen Nachrichten und Anrufe. Ja, aber eigentlich wollte ich doch was. Mit diesem Fahndungsplakat und diesen Fotos, musste das sein? Ja, das musste sein. Wir haben sogar Warnschreiben bekommen. Warnschreiben? Ja, und wegen Ihnen musste ich mich mit allen möglichen Leuten rumschlagen. Moment mal ganz kurz, stopp mal ganz kurz. Sie haben ein presserechtliches Informationsschreiben vorab bekommen, vor der Sendung? Mhm. Weil irgend so ein Freak im Internet privat auf seinem Twitter-Account ein, aus meiner Sicht, zynisches und furchtbares Fahndungsplakat veröffentlicht hat. Da hat jemand die Redaktion vom ZDF angeschrieben und gesagt, hier presserechtliches Informationsschreiben, wenn Sie was über meinen Mandanten bringen, dann verklage ich Sie. Genau so. Aber welche der auf dem Plakat abgebildeten Personen könnte das denn gewesen sein, die da ein presserechtliches Informationsschreiben hat verschicken lassen? Wir werden es wohl nie erfahren. Das darf ich Ihnen auch gar nicht sagen. Ja. Ich musste mich auf jeden Fall das ganze Wochenende mit Ulf Poschert rumschlagen. Wer ist das denn? Der hat irgendwas erzählt von dem Blut an den Händen am Telefon. Und der Tierschutzbund hat auch angerufen wegen dieses Pferds auf dem Plakat. Ja. Ist dann Tosca. Ja, das können Sie mal schön selbst recherchieren, was ich Sie fragen wollte. Mhm. Ich sehe ja nun wirklich mit, ich will jetzt nicht sagen, Neid ist vielleicht zu wenig, mit glühendem Neid die Karriere von Giovanni Zarrella und ihn so als Moderator links und rechts an mir vorbeiziehen. Und ich habe das Gefühl, es liegt daran, weil das ein internationaler Typ ist. Das fehlt mir. Und da wollte ich eigentlich mal kurz bei Ihnen vorbeikommen, weil Sie sind ja im Grunde auch für Personalentwicklung, für Fortbildung zuständig. Wie ich mich vielleicht ab 2023 mit dem Beginn der Laufzeit des neuen Vertrages international ein bisschen breiter aufstellen kann. Also wie... Es fühlt sich ganz komisch an, ne? Dass Sie mal was von mir wollen. Ja, aber wie könnte das ZDF mich denn supporten, in meinen Bestrebungen internationalen Durchbruch zu feiern? Ich kann Ihnen helfen. Hm? Ich bin natürlich für solche Fälle vorbereitet. Ich habe Ihre Personalakte hier. Mhm. Hier steht ja schon einiges über Sie drin. Aber für die internationale Karriere gibt es natürlich ein paar Anforderungen, die Sie erfüllen müssen. Mhm. Was denken Sie denn selbst? Was bringen Sie mit? I can speak English fluently. I have a great sense of humor. I can see. Mal Böhmermann. Das ist ein schwieriger Name, gerade yes. Mit dem Umlaut. Können wir noch ein bisschen was verändern? Haben Sie schon mal über einen Künstlernamen nachgedacht? Ja. Ich würde mich nennen Giuseppe Fischer. Giuseppe Fischer. Giuseppe, um das italienische Publikum zu pleasen. Und Fischer, because it's international. Fischer. Giuseppe Fischer. Dann würde mich interessieren, ob Sie so einen Signature-Move haben. Also was ist Ihr USP, sagt man Achtung, ja? Achtung, look at the face. Wodurch würden Sie sich abheben? Eyebrow. The Karen Miosca eyebrow. But I do it with my left eye. Stage right. Left eye. I have the eyebrow. The Karen Miosca eyebrow. Das ist im Jahr 2016, nach der großen Schmergedicht-Affäre, wurde dieses Emoji mit der hochgezogenen Augenbraue nach mir modelliert und eingereicht. Und seit 2017 ist es ein offizielles Emoji. Ich habe da nie Geld für gesehen. Aber ist auch okay, weil damit lebt man natürlich als erfolgreiche Person. Ich habe das Gefühl, dass Sie mich wieder verkohlen, aber gut. Das stimmt wirklich. Naja. So, Ihre Fähigkeiten. Um international durchzustarten, reicht es ja nicht, immer nur am Schreibtisch zu sitzen, ab und zu mal so ein Lied zu singen. Das muss schon auch live alles sitzen. Da muss auch Singen und Tanzen gleichzeitig funktionieren. Können Sie mir da mal was zeigen? Sagen Sie mir einen Song. Soll ich Ihnen einen Beat geben? Ja, geben Sie mir einen Beat. Yo, ich bin der Jan und ich kann freestylen. Ich bin hier im ZDF und bin geil. Ich kann tanzen und mach's vor der Kamera. Ich bin Jan und ich bin immer da. Wicke, 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 international. Also was ich machen könnte, wäre Ihnen zunächst ZDF-intern einen Tandem-PartnerInnen anzubieten. Hm. Eine Ansprechperson für Ihre Vorhaben, eventuell auch um die Sprachkenntnisse aufzubessern. Vorhaut? Vorhaben. Vorhaben. Viel zu lustig schon. Das ist Ihre... Schauen Sie mal auf die Liste. Also, Semino Rossi aus Argentinien. Ach so, für Sprachkenntnisse? Zum Beispiel Inspiration. Giovanni Zarrella, Italien. Thomas Gottschalk, American. Ross Anthony, Great Britain. Michelle Hunziker, Schweiz. Maite Kelly, Ireland. Howard Carpendale, Südafrika, Entschuldigung. Markus Lanz, Italien. Andrea Kiewel. Die lebt in Tel Aviv. Das ist doch nicht die israelische Landesflagge.
Haben Sie da jetzt irgendwas ins Auge gefasst? Ich habe jetzt auch langsam keine Zeit mehr. Ich würde auf jeden Fall mit Ross Anthony, weil der wohnt nicht weit weg. Mhm. Das ist ein netter Typ, der kann wahrscheinlich gut backen und kochen. Ich trage mal bei Ross ein. Ich würde mich mal bei Ross eintragen. Erster Wunsch ist Ross. Und an zweiter Stelle Markus Lanz, weil wir haben uns lange nicht mehr gesehen. Gut, das kann ich so weitergeben. Es war ja mal ein angenehmes Gespräch heute. Schön. Freut mich, dass es Ihnen gefallen hat. Denken Sie dran, bald ist unser Jahresabschlussgespräch. Nehmen Sie sich die Punkte zu Herzen. Ist ein Jahresabschlussgespräch denn? Wann denn? In 2 Wochen. In 2 Wochen? Mhm. Ich muss jetzt auch los. Die Andrea kommt mich jetzt abholen für die Art Night. Sie gehen jetzt raus? Ja. Tschüss. Andrea Kiewel, falls Sie sich gefragt haben. Weird.